willkommen zu Woche 1 von Zen Project 8. Diese Woche heißt Detox. Diese Phase besteht aus drei Teilen: Cut, Clean, Flush. Was ist damit gemeint? Cut. Wir verzichten für 7 Tage, aufpassen, nur 7 Tage verzichten wir auf Lebensmittel, die unseren Stoffwechsel unnötig belasten, die Wassereinlagerungen begünstigen und die dafür sorgen, dass unser Körper ein bisschen aufgebläht ist. Worauf verzichten wir? Auf Getreide, also Gluten vor allen Dingen, auf Milchprodukte. Wir verzichten auf Sojaprodukte, soweit es möglich ist, auf Alkohol, auf Kaffee. Wenn es gar nicht anders geht, dann einen Kaffee am Tag. Warum kein Kaffee? Ganz einfach, weil Kaffee immer auch für einen Ausstoß an Adrenalin und Cortisol sorgt. Und das sind beides Stresshormone und die sorgen dafür, wenn du zu viel Stress hast, dass das Fett nicht abgebaut wird. Und eigentlich wollen wir ja mit Zen Project 8 ein gesundes Körpergefühl und das rechte Maß von Magermasse zu Körperfettanteil erreichen. Und wenn wir dann permanent Stress haben, funktioniert das nicht. Daher in der Woche verzichte auf Kaffee, damit du einfach die optimalen Voraussetzungen erreichst, um deine Ziele zu erreichen. Die gute Nachricht für einige von euch ist, wir verzichten auch auf Sport und Training. Zumindest hartes Training. Warum? Ganz einfach. Training, wenn es wirklich echtes Training ist, belastet den Körper, soll es ja auch, sorgt aber dann in der Regenerationsphase dafür, dass wir so leicht entzündliche Prozesse in unserem Körper haben. Das ist wie, wenn wir Verletzungen im Körper haben, dann entsteht eine kleine Entzündung, um zu heilen. Wenn ich intensiv trainiere, entstehen kleine Verletzungen in der Muskulatur. Das ist ja tatsächlich das Ziel. Wir wollen kleine Verletzungen in der Muskulatur erreichen, damit ein Aufbauprozess in der Muskulatur stattfindet. In der Detox-Phase ist das aber kontraproduktiv. Der Körper ist ja schon in einer Stresssituation dadurch, dass plötzlich gewisse Dinge wegfallen, die nicht gut sind für ihn und gleichzeitig aber ein intensiver Reinigungsprozess ansteht. Und wenn ich dann auch noch hohe Belastungen drauf gebe, macht es wenig Sinn. Also, die Leute, die sowieso schon keinen Sport machen, alles ist gut. Die Leute, die ein bisschen Sport machen, die so vielleicht ab und an mal laufen gehen, versucht das so zu machen, dass es nicht Training ist, sondern einfach so, ich erhalte meinen Stand. Also wenn du regelmäßig und hart trainierst, heißt das nicht, dass du jetzt gar nichts machen sollst. Das heißt nur, dass du dich so belastest, dass es kein Training im sportphysiologischen Sinne ist, sondern dass du einfach dich bewegst und dein Leistungsniveau erhältst, aber nicht unnötig einfach stresst. Im Training, wenn du zu viel trainierst, hält der Körper auch Flüssigkeit fest. Also er bindet auch noch ein bisschen mehr. Das hat auch mit dem Eiweißstoffwechsel und so weiter zu tun. Also sorg dafür, dass du wirklich in der Woche regenerierst. Wie jemand, der sehr hart trainiert, für den kann diese Woche auch besonders wertvoll sein, weil viele, die hart trainieren, auch ein bisschen im Übertraining sind. Also dem Körper eigentlich gar nicht die Regenerationsphasen geben, die er braucht. Das kennen auch einige, wenn man mal eine Woche oder vielleicht auch eine Erkrankung länger nicht trainiert hat, sind die Erfolge hinterher umso größer. Also tu dir den Gefallen und nutze die Detox-Woche vielleicht auch auf mentaler Ebene, um gewisse Dinge einfach loszulassen. Ansonsten in der Woche bekommst du auch eine riesen Auswahl an Dingen, die du essen darfst. Und such dir da die Dinge raus, die dir Spaß machen, auf die du Lust hast und die dich da unterstützen können. Für alle Raucher und die Leute, die öfter auch mal Alkohol trinken, kann es interessant sein, diese Woche auf 14 Tage zu verlängern. Nicht länger, vor allen Dingen, weil es auch eine sehr restriktive Ernährung ja ist in der Woche. Das ist ja nicht die normale Ernährung. Muss man sich sehr genau überlegen, ob man das so durchhalten kann und möchte. Aber wenn viel Gift im Körper ist, dann macht es natürlich Sinn, dem Körper auch mehr Gelegenheit zu geben, das auszuleiten. Was vielleicht eine andere gute Möglichkeit ist, nach Zen Project 8, nach einer gewissen Zeit nochmal eine Detox-Phase zu machen. Was vielleicht auch interessant ist allgemein, zum Beispiel nach Weihnachten und Neujahr. Weil das einfach so Phasen sind, in denen wir einfach uns anders ernähren, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber wo sich dann auch Dinge im Körper anhäufen, die wir dann auf diese Methode und diese Art und Weise sehr schön wieder ausleiten können. Wie machen wir den Detox? Wir nutzen die Kraft der Natur, das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Wir nutzen die Kraft von Wacholder, Löwenzahnwurzeln,
Traubenkernextrakt und Mariendistel. Das sind alles Stoffe und Heilkräuter, die in der Naturheilkunde schon sehr lange eingesetzt werden, wo es viele gute Erfahrungswerte zu gibt und die die Leber unterstützen in ihrer Arbeit, die die Niere unterstützen in ihrer Arbeit und entsprechend wertvoll sind. In dieser Zeit ist teilweise schon der Shake angesagt, Zen Fuse. Warum? Weil es einfach ist, weil es schnell geht, weil es den Körper nicht belastet und weil der Körper dort einfach optimal versorgt ist. Frauen sollten in dieser Phase ein bisschen mehr Wasser trinken, 2 bis 3 Liter, Männer 3 bis 4 Liter, einfach um die Toxine aus dem Körper auszuleiten. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt zur ersten Woche. Finde Inspiration und Motivation in der Gruppe, tausch dich aus und ich wünsche dir für die erste Woche viel Erfolg.